Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Stray. Wir müssen jetzt zur Fabrik und es ist für mich eine neue Aufgabensession. Ich muss nochmal nachfragen, wie der Typ aussieht. Clemens bat uns, ihren Kontaktmann in der Nähe der Fabrik zu finden. Er ist der Roboter, der eine Bomberjacke und eine Goldkette trägt. Ja, dann gehen wir mal. Ist eigentlich die Tür offen? Nö. Gut, hier wieder raus. Und was ist der schnellste Weg hier nach unten? Ja, vermutlich eh der gleiche. Was ist eigentlich hier? Da waren wir noch gar nicht. Erinnerung vielleicht? Box! Oh. Okay. Ausgang? 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 Kein Ausgang? Hier! Moinsen ihr! By the way, wie kannst du eigentlich Sachen sehen mit den Dingern? Frag für einen Freund. Fabrik. Du bist riesig. Fabrik, Fabrik, Fabrik. Was ist hier eine Fabrik? Das sieht so wie eine Fabrik aus. Das ist aber schon nicht. Mit der Bomberjacke. Vielleicht hinten in den Gassen? Nö, hier ist eine Sackgasse. Da gehen wir weiter runter zu der anderen Gasse. Was ist hier rein? Ah! Das ist doch eine Goldkette. Yes, das ist er. Ich hab's zu tun. Was willst du? Kontaktnachricht. Woher hast du das? Oh, du bist bei den Außenwelt. Mein Kontakt? Lass mich dich kurz über die Atombatterie aufklären. Die Batterie versorgt die Nekokorp-Fabrik hier, aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt und schicken jeden weg, der kein Arbeiter ist. Ich bin doch nur eine miese Katze. Hier meine Idee. Besorg mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Okay. Wie soll ich denn das machen? Hier kann ich ja nach wie vor nicht rein. Ich brauche so eine Jacke wie deine. Hallo. Na, ich kann hier nicht spielen. Ja, das müssen wir schon. Kassettenband? Oh, was ist das für ein Lied? Ah, interessiert mich nicht wirklich. Wo kriege ich das her? Du hast auch sowas. Hallo. Bei Nekokorp haben wir den ganzen Tag, um Abfall zu sammeln und ihn nach unten zu schicken, wo er recycelt und wiederverwendet. Ja. Das kennen wir schon. Da war doch noch irgendwo so ein Bekleidungsgeschäft. Ah ja. Ah. Guten Tag. Oh, stehlen. Das fand er da jetzt nicht so geil. Kann ich dich irgendwie ablenken? Oh. Ja, es bringt mir aber wie nichts, dass ich hier oben bin.
Was sagst du? Hä? Ich kann es nicht lesen. Nein, 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 das wirst du nicht klauen. Gegenstand anzeigen. Je. Schade, schade, schade. Das ist noch wieder er hier drin. Ah, okay, alles klar. Nice, wir haben die Jacke. Okay, dann fehlt jetzt nur noch der Helm. Wo kriegen wir so einen Helm her? Vermutlich irgendwo in so einem Gebäude drin. Ah, ich glaube, da war ich schon drin. Ah, Hüte. Hä? Darf ich da nicht rein? Niemand kann den Laden bedienen, wenn er wieder aufgestockt wird. Und da die beiden so inkompetent sind, könnte es noch eine Weile dauern. Was mit dir? Ich warte schon seit Ewigkeiten darauf, dass Stublache zurück... Hä? Stublache zurück? Und mir hilft, diese Hüte wieder aufzustocken. Der Chef ist nicht begeistert. Okay. Wenn der Kerl wieder in der Bar rumhängt, kann er was erleben. Okay. Die Bar war hier, glaube ich. Stepplache. Bist das du? Na, das ist Ratzibut. Ich habe versucht, ein Seaboard runterzuladen und der Beste dieses Spiels zu sein. Hab mir aber eine Maulwehr eingefangen. Bin mir nicht sicher, warum, aber jetzt kommt mir alles schräg vor. Wer könnte dann ehesten passen als Kollege? Ah! Ich glaube, das ist er. Oder bist du... Oh, ne. Nein, nein, nein. Moin! Hast du mal eine Wand durchgetrunken? Ja, sag ich auch. Ich würde da gerne die Kugel hier bewegen. Geht das? Ja, so. Hier, cool. Einlochen! Ah. Ich hatte bestimmt ein Achievement. Na komm. Will ich einlochen? Ja, ja, ja. Nice. Und weg ist er. Na gut, gehen wir wieder. Tschüss. Viel Spaß noch. Ah. Und? Tragt sie mich jetzt? Yes. Super. Arbeiterhut, Arbeiterhut, Arbeiterhut. So, du kannst wieder gehen. Was ist hier? Arbeiterhut. Oh. Nice. Dann nimmt man hier schon mal den Arbeiterhut. Sehr gut. Wo ist denn der Dude? Das war also ziemlich einfach. Moinsen. Ja, habe ich schon. Bitte einmal das. Perfekt, die Jacke ist genau das, was wir brauchen. Ich brauche aber noch einen Arbeiterhelm. Ja, den habe ich auch. Bitteschön. Hervorragend, dieser Helm wird ausreichen. Ich ziehe mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen? Oh, hätte ich jetzt aber gern gesehen.
Die sind klasse. Ein bisschen eng an der Taille, aber es wird schon gehen. Okay, spring in die Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Okay. Ich bin mal gespannt. Und dann stellt euch mal vor, wir digitalisieren die Atombatterie. Oh Mann. Na, guckst du da hin? Okay, erzähl Witz. Oh. Ich wette mal, ich darf mich von dir nicht erwischen lassen, hä? Ja. Ziemlich sicher. Ach, und die Boxen dann verstecken, oder wie? Okay, lass mal gucken. Er schaut sich den Gang hier an. Okay, ich glaube, ich muss dann noch einmal in die Box rein. Wie komme ich bei dem am Gang vorbei? Ah, da hinten. So, komm wieder nach vorne. Knappe Geschichte. Okay, du schaust hier einfach nur so rum. Ich glaube, dahinter bin ich geschützt. Ich muss einfach hinter dich kommen. Ah, du siehst es hier gar nicht. Okay. Ein Zyklus warte ich jetzt noch. Nice. Ah, jetzt ist das Tor offen. Ja, super. Ach so, über den Weg dann wieder retour. Wow, 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 wow. Oh, das war knapp. Das sind aber nicht so ganz helle, ne? So, Space, Space und Space. Sehr gut. Oh, hier gibt es auch wieder was zum Aufmachen. Oh, 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 oh. Fuck. Muss ich da jetzt rein? Was ist denn hier überhaupt? Ach so, na, das. Okay, das war dann einfach abgekürzt zum Retour kommen. Vorhin war doch jetzt auch nicht ohne, oder nicht? Gut, da haben wir schon unsere Batterie. Bin ich auch so wie eine Batterie. Wie kommen wir da jetzt rein? Vielleicht mit einem dieser Käfigen da? Kann ich da nicht hochjumpen?
Manche sind leer. Ach, die machen hier so eine Kreisbewegung. Was ist die Lösung? Oh, oh. Er schaut wieder weg. Was muss ich hier machen? Ah. Oh, wow. Ich denke mal wieder zu kompliziert. Achso, und die Laser kommen von rechts, also tut es mir nichts, oder wie? Oh, wow. Sicherheitssystem at it best. Ein aus. Hä? Ah. Okay, ich muss das also irgendwie entriegeln hier. Jetzt ist es offen. Aber das Teil muss hier wieder runter. Komm her. Jetzt wieder nach oben. Das hilft nicht. Was hat das Teil nochmal gemacht? Er bringt das Teil da runter. Ja, ich verstehe es nicht. Mein Gewicht. Ah doch, mein Gewicht reicht auch. Okay, wir machen das einmal so. Und einmal so. Na, das ist auch nicht die Lösung. Jetzt müsste das Teil da irgendwie runter. Ich brauche hier noch was Drittes. Nochmal hierher. Das ist nicht die Lösung. So. Halt. Entschuldigung. Das ist doch dämlich. Komm, geh du nochmal an. Ah, Moment mal. Das Fass. Was ist, wenn ich... Da kommst du hier runter. Ja, das Fass da wie nicht hin. Oh wow, schräge Ansicht. Ich weiß nicht. Wieder nach oben. Was ist hier die Lösung?
Vermutlich wisst ihr es hier schon. Hat sie denn sonst keinen Gegenstand, den ich irgendwie bewegen kann? Außer ist auch nichts mehr. Ja, genau so. Und jetzt halt durchrollen, aber... Ah, Mann! Was mache ich mit dir nur? So, komm du nochmal hier hin. Ist doch kacke. Hier draußen können wir auch nichts machen. Mal mit dem Fassteil auch nicht durchkommen. Okay, liebe Leute, ich glaube, ich muss jetzt mal ganz kurz cheaten und nachgucken. Also wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder und die Lösung ist echt banal. Also wir brauchen auf alle Fälle dritten hier. Und die Lösung ist, dass hier noch so ein Mover drin ist. Und wir sollen mit dem hier herfahren, damit wir raufspringen können. Und dann sollte man hier raufkommen. Und jetzt hier rein. Und kann den auch noch mit anmachen. Sie fragt, wie kommst denn du jetzt hier raus? Achso, ja, mit dem Hebel. So, dann komm mal mit. Ich muss erstmal hier runter. So. Aus. So, und jetzt du hier. Kommst hier hin. Komm. Ein aus. Und jetzt können wir hier durch. Ja. Was ist jetzt mit dem Spiel los? Hier drin, das ist eine Leckmomente. Nice. Oh, Spiel. Was ist los mit dir? Und jetzt gibt es ein Problem. Das fanden sie wohl nicht so geil. Ich würde es euch gern wiedergeben, damit ihr da eure Abfallwirtschaft machen könnt. Wir haben sie. Denn lass uns von hier verschwinden, bevor die Wächter auftauchen. Wir müssen Clementine diese Batterie zurückbringen. Ah, und jetzt geht's dann hier raus. Ah. Ja, und jetzt werden uns die alle hier suchen, oder? Kurz gucken. Gut, aber sie haben uns ja nicht gesehen. Wir machen aber trotzdem mal eine kleine Detour. Moin, du verrückter Klauz, du. Polizist. Oh. Das ist schlecht. Was ist jetzt hier los? Glaubst du, der Gnofe hat ein Auge auf meine Vintage-Kartensammlung geworfen? Ja, okay. Die suchen jetzt da. Hey, denkt ihr, ihr könnt uns davon abhalten, unsere Bude abzuhängen? Okay, es interessiert ihn schon mal gar nicht. Ah, und jetzt haben wir hier die Bots. Okay. Dann warten wir, bis du... Oh, wir haben gerade zwei.
Okay. Weil ihr Sicherheitssystem ist echt überarbeiten. Ciao. Vielleicht gehen wir den anderen Weg hier. Wo natürlich auch eine Drohne ist. Drehst du dich auch mal um? Ah, sieht nicht so aus. Sehr gut. Oh fuck. Du siehst mich nicht. Komm, hau wieder ab. Hau ab. Na shit. Und hier geht's aber auch nicht nach oben. Da war doch noch der Weg hier hinten. Nein, das ist beschnitt. Komm, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. So, und wie komme ich jetzt bei dir vorbei? Kann ich dich mit Musik ablenken? Oder da drüber jumpen. Ich probiere das gerade mal. Das geht. Puh. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, da. Wo bist du? Hier bist du auch nicht. Bist jetzt da oben? Ne. Oh, komm jetzt. Komm jetzt. Hallo. Lass mich darauf springen. Okay. Hä? Bin ich jetzt ganz umsonst hier reingelaufen oder was ist jetzt hier? Das gibt's ja nicht. Ach, Hinweistafel schauen. Clem? Keine Spur von Clem erteilen. Oh, was ist das denn? Sieht aus wie eine verschlüsselte Nachricht. Wir werden Detektiv müssen, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Schau mal. Für B12 und die Katze. Die Antwort liegt in meinen Sachen. Und dann sind da noch 4 Symbole. Es ist mit Clementine unterschrieben. Schau mal. 4 Dinge. Das ist... Okay. Da haben wir mal diese Labalampe. Oder? War das nicht die? Inspizieren. Das Teil da. Meine Sohn können nur harmlose Chemikalien im gasförmigen Zustand erkennen. Sie können das beruhigende Gefühl, das mich erinnert, nicht wiedergeben. Ich glaube, ich können Gefährten gar nicht riechen, also frage ich mich, warum sie das tun. Unter dem Behälter ist auch eine Nachricht versteckt. Sie lautet, ich bin bei... Naja, toll. Gehen wir hier nochmal nach oben. Und das da. Dieser Edelstein ist von durchschnittlichem Wert und geringer Reinheit. Das Leuchten scheint künstlich hinzugefügt worden zu sein. Vielleicht dient er uns als ein Signal, damit wir es hilfreiches finden. Bingo! Da ist eine Nachricht. Sie lautet Blazer. Okay. Was waren das jetzt noch für Gegenstände? So, dieser Stein,
das Duftding. Du bist kein Hinweis. Hier könnte ich mich nochmal hinlegen, aber das will ich jetzt gar nicht. Schauen wir mal in diesen Raum hier. Hier kann ich ja sonst nirgendwo hin. Ah. Was? Was für ein merkwürdiges Ding, eine Wohnung zu haben. Wo sind die Gefährten hier, die Menschen? Ist irgendwie komisch. Schau, hier wurde etwas hinterlassen. Darauf steht, komm in den... Okay. Und vermutlich eins noch hier. Ach, da oben. Komm, jetzt war doch gerade hier... So, da inspizieren. Oh, cool. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisierend. Entschuldige, dass ich woanders war. Ich habe diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Sie lautet Nachtclub, also in den Blazer Nachtclub. Ja, alles klar. Ich bin bei Blazer, komm in den Nachtclub. Da ist es, gut gemacht. Leute, na Katz. Ah. Ja, lass sie uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Und warum bist du in der Wand? So, jetzt das gleiche wieder hier. Der wird doch jetzt gleich wieder zurückschauen, oder? Ah, wobei. Bevor wir das machen. Liebe Leute, es ist mal wieder Zeit. Ich bin schon über der Zeit sogar wieder. Also, wir gehen in der nächsten Episode zu ihr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch vielleicht einen Daumen nach oben da. Oder so vielleicht sogar ein Abo. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.